Rainer Wolf schaut genau hin. Und Martin Mahner überlässt nichts dem Zufall. Die beiden Biologen testen übersinnliche Fähigkeiten unter Laborbedingungen. Sind Pendel und Metallstäbe mehr als Hokuspokus? Die Leute sind keine Scharlatane, die uns etwas vormachen wollen, etwas vorgaukeln wollen. Die täuschen sich selbst. Seit 14 Jahren gibt es die Tests in Würzburg. 10.000 Euro bekommt, wer seine Superkräfte beweist. Klappt das diesmal? Dr. Martin Mahner, der Herr in den Shorts, nähert sich dem Ende seiner Geduld. Sein Kollege Dr. Rainer Wolf, der Herr in den anderen Shorts, will für den Kandidaten optimale Bedingungen schaffen. Der Kandidat, Piotr Tyrawa aus Polen, nebst Schwiegersohn, selbst erklärter Entdecker einer Sensation, die er den skeptischen Experten in Würzburg präsentieren will. Zwar erst morgen, aber der Versuch braucht Zeit, ebenso das Einmessen der hochkomplexen Messapparatur. Ein Plastikgartenstuhl, ein selbstgezimmertes Tischchen. Es geht um elektromagnetische Wellen, die nur Tyrawa kennt. Ich habe die vergangenen 30 Jahre damit verbracht, die Wellen zu entdecken und zu beschreiben. Das Pendel liefert die Erkenntnis, die Wellen haben die Erde im Griff, was außer Tyrawa niemand glaubt. Leute lächerlich machen, das ist gar nicht unser Ziel. Wir wollen einfach nur zeigen, dass viele Behauptungen, die in diese Richtung gehen, wirklich Unsinn ist. Und dann sollte man auch den Mut haben, zu sagen, das ist Unsinn. Ich betrachte das streng wissenschaftlich. Mit Magie habe ich nichts zu tun. Heinz Krieger ist eher ein Macher. Er will Dr. Wolf und seinen internationalen Kollegen möglichst unkompliziert beweisen, dass er ein Genie ist. Ja, Herr Krieger, was können Sie? Ja, ich kann mit meinen Stäben kann ich Wasser finden, Rohre finden, Kabel finden, alles finden. Woher wissen Sie das? Das hat mir mal ein Holländer gezeigt. Umbau. 40 Jahre her. Ja, und dann bin ich erstmal über das Gelände gegangen und jedes Mal, wo ich dann gesagt habe, da liegt ein Rohr oder da liegt was, ich kann nicht sicher sagen, speziell das ist jetzt Gas, Wasser oder. Aber da, wenn ich sage, da liegt was, liegt da was. Aber liegt nicht überall irgendwas? Nee. Die Beweisführung? Im Seminarraum werden 10 gleiche Eimer aufgestellt. Aber nur einer der 10 Eimer enthält Wasser. Den muss Herr Krieger mit seinem Alteisen orten. Und das 7-mal in 13 Durchgängen. Dann zahlen die Prüfer das Preisgeld von 10.000 Euro. Bislang hat das noch keiner geschafft. Ich bin fest davon überzeugt, dass ich das gewinne. Kein Zweifel. Nee. Welcher Eimer der volle ist, wird ausgelost. Zuerst die Nummer 2. Heinz Krieger muss selbstverständlich vor der Tür warten, auch während Martin Mahner und ein Mitarbeiter die Eimer präparieren. Auf die Position 2 wird ein Eimer mit Wasser gestellt. Alle anderen bleiben leer. Martin Mahner hat einst die Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften gegründet, kurz die Skeptiker. Inzwischen hat sie 1600 Mitglieder, vom Psychologen bis zum Physiker. Herr Krieger darf loslegen. Und seine Metallstäbe schlagen tatsächlich an. Allerdings nicht bei der 2, sondern bei Nummer 9. Aber Baggerfahrer Krieger ist sich sicher. Gut. So geht es jetzt 3 Stunden weiter. Ah, that's good. 8. Auslosen, Eimer hinstellen, zudecken. Herr Krieger darf reinkommen und raten. Das Wasser orten. 13 Mal das Ganze. Prima.
Am Ende Zigarettenpause und Versuch eines Smalltalks. Sie müssen ja auch nicht alle richtig haben. Es reichen ja 7. 7 Treffer. Sind Sie noch so sicher wie vorher? Ja, sicher. Alles richtig? Alles richtig. Die Stunde der Wahrheit. Dr. Wolf vergleicht echte Eimer und Kriegers Mutmaßungen. Wir haben 7-2, 10-7, 5-8, 7-4, 2-8 und 7-3. Das heißt, Sie haben keinen einzigen Treffer. Dann bleibe ich wieder bei meinen Rohren. Ja, aber ich sage Ihnen, bei den Rohren funktioniert es genauso wenig. Ja, kann ich Ihnen sagen. Ja, das müsste man testen, im Prinzip in der gleichen Weise wie hier. Wenn es auf der Baustelle funktioniert, wundert mich das nicht. Denn wenn man Erfahrungen hat mit dem Bagger, die Wünschelrute schlägt dort und nur dort aus, wo Sie bewusst oder unbewusst erwarten, an der Stelle ist etwas. Schönen Dank fürs Kommen. Ne? Wie geht's Ihnen? Ja, wie mir geht so. Scheiße. War nicht hingehauen. Hat er denn recht, wenn er sagt, es ist nur Einbildung? Glaube ich nicht. Nee? Nee. Aber woran lag's? Ich weiß es nicht. War der Test fair? Ja, sicher. So, ich bin weg. Okay, tschüss. Glauben Sie, dass Sie die 10.000 Euro irgendwann mal auszahlen? Eher nicht. Wir machen die Tests ja jetzt seit 2004, also 14 Jahre. Und seither haben die Naturgesetze immer so funktioniert, wie sie funktionieren. Von daher bin ich guter Dinge, dass sie auch weiterhin funktionieren. Zum anderen ist es auch das Bestreben, dass wir versuchen aufzuklären, dass wir gegen den weit verbreiteten Aberglauben angehen wollen und den Leuten zeigen, mit wie einfachen Tests man prüfen kann, ob eine Behauptung glaubwürdig ist oder nicht. Am nächsten Morgen, ein Aluminiumrohr wird unter einem Pappkarton versteckt. Das also ist der Versuchsaufbau, der dem polnischen Magnetfeldguru Piotr Tyrawa behagt. Wenn das Rohr da ist, spürt er es an seinem Pendel. Wichtig außerdem, kein Mensch darf sich dem Entdecker und seiner wissenschaftlichen Apparatur, Gartenstuhl und Holztisch, nähern. Schon die metallenen Reißverschlüsse der Shorts des Dr. Wolf könnten verheerende negative Einflüsse ausüben. Zero heißt kein Aluminiumrohr unterm Karton. In den Pausen sind die Polen bemüht, ihre Prüfer für sich zu gewinnen. Wie man das Pendel auf die Feldfunktion abstimmt und dann, wie man das Feld misst. Das hat viele Jahre gedauert. Viele Jahre. Oder wenigstens neugierig zu machen. In der Zwischenzeit habe ich recherchiert, was er geschrieben hat. Er hat Artikel für das Journal of Psychotronics verfasst, eine sehr kleine Nische mit interessanten Graphen und allem, was dazugehört. Es ist faszinierend, fast wie ein Fantasy-Roman. Der Test wird 50 Mal wiederholt. 50 Mal Röhrchen hinstellen oder wegnehmen und unterm Karton verstecken. Herr Dr. Morner, würden Sie das eigentlich als normal bezeichnen, 50 Mal hin und her zu laufen? Normal nicht, aber statistisch geboten. Außerdem spart uns das heute den Fitnessclub. Bereuen Sie das manchmal, dass Sie solche Sachen, ja, dass Sie sich darauf eingelassen haben? Ja, ich werde ja als hauptamtlicher Skeptiker bezahlt dafür. Die anderen nicht. Nee, es ist trotzdem eine schöne Abwechslung, wenn man das ganze Jahr im Büro sitzt und dann mal hier ein paar so Tests macht. Ist immer schön. So schön, dass der 76-jährige Dr. Rainer Wolf sogar nach seiner Pensionierung noch freiwillig auf Pendel guckt. Ruhestand, damit wollen Sie nichts zu tun haben. Nein, also dazu ist es zu interessant, etwas über die Welt zu erfahren. Danke. Zero. Okay. Und der polnische Magnetismusmann ist immerhin schon 77.
One. He discovered that. One. Okay. One. He discovered that. Er hat entdeckt, dass die elektromagnetischen Felder das Pendel in Gang setzen. Nicht er selbst bewegt das Pendel, sondern die Wellen. Wieder und wieder hören die Skeptiker die einzigartige Theorie, schauen dann aber besonnen auf die Ergebnisse. Sie sollten akzeptieren, die Methode funktioniert nicht. Und ich würde gerne erklären, was das Pendel bewegt, ist keine mysteriöse Welle, sondern die Hand selbst. Und die Hand bewegt sich so, wie es ihr Schwiegervater erwartet. Jetzt zeigen sich die wahren Superkräfte der Kandidaten. Die virtuosen Ausreden, warum der Test gerade diesmal ausnahmsweise nicht geklappt hat. Wir haben gerade über den Grund diskutiert. Es waren ja zwei Tische und der Abstand zwischen Pendel und Objekt war nicht so präzise. Sie können die Bedingung ändern, wie auch immer Sie wollen. Meine Prognose ist, es wird nicht funktionieren. Rainer Wolf hat schon 60 Kandidaten erledigt, ihre Theorien aufgegeben, hat aber nicht mal eine Handvoll. Fakten sind eben nicht alles in der Welt der Übersinnlichen.